Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Alternate und zwar mit dem Alternate Attacks Platin Gaming PC für 2599 Euro runtergesetzt von 2799 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP SCD Keys vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 25% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar Aktivierungseinstellungen, fügt dort den Code ein und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Für weitere Informationen und Produkte schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Das System wurde vorgeschlagen von Gladiator bei uns im Videovorschlägekanal auf Discord und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Jetzt ist hier natürlich ein riesiges Logo drauf von Alternate Attacks. Das wird sehr wahrscheinlich lasergraviert oder wie auch immer. Das berechne ich jetzt nicht mit, aber eventuell kommt es wirklich so zu euch nach Hause. Dadurch sieht man natürlich jetzt nicht so viel von der Hardware. Schauen wir uns allerdings mal das seitliche Bild an, sieht man hier oben die Wasserkühlung, das ROG-Board, die beleuchteten RAM-Riegel und so. Das passt schon soweit. Kann wirklich sein, dass es 1 zu 1 auch der PC ist, weil hier sogar eine TUF-Grafikkarte drin ist und dementsprechend ist die auch aufgelistet. Okay, ich habe doch noch ein Bild gefunden, wo es ohne Logo ist. Ja, hätte ich auch vorher mal gucken können. Es sind 1 zu 1 die Komponenten tatsächlich. Und das gefällt mir auch. Nur das Gehäusebild oder wirklich 1 zu 1 der PC. Grafikkarte von mir aus kann variieren, aber mit irgendwas zu werben, was dann halt nicht drin ist, das wäre dann schade, aber hier ist alles gut. Der Link, der mir reingepostet worden ist, ist die Vorgängerseite. Da wird alles schön richtig geil aufgeschlüsselt. Da können wir auch nachgucken, was drin ist. Weil die Seite, die ihr eben gesehen habt, war eigentlich nur der Konfigurator, wenn man so will. Das hier ist die Hauptseite. Scrollen wir da ein bisschen runter, sieht man hier auch schon die ganzen Komponenten in dieser Aufstellung. Und dann fangen wir einfach mal mit dem Prozessor an. Den kennen wir alle schon, das ist der AMD Ryzen 7 7800X3D. Ich werde euch die technischen Details jetzt nicht nochmal alle runterbügeln. Keine Sorge, wir hatten den in letzter Zeit so oft, dass ich nicht ständig sagen muss, wie viel Kerne und pipapo. Ich sage euch nur, die RAM-Spezifikation, die hier angegeben wird von AMD, die könnt ihr getrost ignorieren. Knallt 6000er rein, wenn ihr könnt. Hier ist auch 6000er drin, was schon mal ganz geil ist, kommen wir aber gleich zu. Und wie es bisher auch war, ist immer noch der beste Gaming-Prozessor, wenn ihr jetzt auf Preis-Leistung schaut. Den kann man ruhig so mitnehmen, passt auch in den Preisbereich, alles top. Und der kostet 404,99 € bei Trend IT und er wird stetig teurer. Das Mainboard ist ein Asus ROG Strix X670EF Gaming Wi-Fi. Der X670E-Chipsatz ist einer der besten Chipsätze, die ihr überhaupt nehmen könnt, jetzt gerade auch für diesen Prozessor, das passt schon mal. Was die Ausstattung angeht, haben wir gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier können 4 SSDs eingebaut werden. Hier kommt die Grafikkarte rein, dann habt ihr noch 2 Erweiterungsslots für eine Capture-Card oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, LAN-Anschluss, falls ihr über Kabel euer Internet bezieht, 7 mal USB 3.1, 2 mal USB 2.0, 3 mal USB-C, dann haben wir noch einen Clear-BIOS-Button, und einen Flash-BIOS-Button und die Onboard-Grafikanschlüsse könnt ihr theoretisch benutzen, wenn die Grafikkarte mal irgendwie nicht will. Einfach den Monitor hinten am Mainboard anschließen, dann kriegt ihr darüber auch ein Bild. Dann habt ihr natürlich nicht die volle Leistung wie bei so einer Grafikkarte. Also ihr habt wirklich sehr viel weniger Leistung. Aber um ein Bild zu ziehen und ein bisschen Valorant zu spielen, benötigt ihr theoretisch die Grafikkarte nicht. Dafür reicht auch der Prozessor. Saugeiles Board, da wurde auch viel Geld reingesteckt. Ihr seht es selber, 354 Euro kostet das Teil. Aber gut, bei so einem Preisbereich von über 2.500 Euro kann man sowas auch erwarten. Und das kostet 354,01 € bei ProShop. Die Grafikkarte ist ein Asus GeForce RTX 4070 Super Tough Gaming OC. Das heißt, hier ist es festgeschrieben, das Bild stimmt auch. Die 4070 Super, gute Grafikkarte für WQHD und auch 4K Gaming, immer Erwartungshaltungsmanagement. Wollt ihr in 4K 200 FPS in Cyberpunk haben? Nein, dann wird das damit nichts. Es kann sein, wenn ihr alles auf niedrig dreht und dann noch DLSS und so anmacht, ja, dann vielleicht, aber ihr wollt ja auch ein bisschen Qualität haben. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Es gibt nicht umsonst noch eine 4080, 4080 Super, 4090 und wie sie alle heißen, ne? Ich wollte es nur gesagt haben. Finde ich in dem Preisbereich tatsächlich ein bisschen wenig, muss man wirklich sagen. Ich habe gleich 4 Alternativen. Die werden wir jetzt nicht einzeln super durchgehen. Ich will euch nur mal zeigen, was für diesen Preis möglich wäre. Jetzt habe ich es vielleicht sogar schon ein bisschen verraten. Ja, das System ist nicht gerade günstig von Selbstbau und dann zur Fertigbauweise. Und die kostet 692,15 € bei Notebooks billiger. Der Arbeitsspeicher G-Skill Trident Z Neo RGB DDR5. Also erstmal bekommen wir hier 32 GB, bin ich völlig fein mit. 6000 MTS bin ich auch völlig fein mit. CL30.
Wir würden es genauso machen. Vielleicht nicht genau der hat jetzt noch RGB-Schnickschnack und so dabei. Es gibt noch günstigere, aber von den technischen Daten ist der echt super. Der hat auch noch AMD Expo mit dabei. Das bedeutet, die werden sowieso aktivieren, aber falls ihr mal irgendwie ein BIOS-Update macht und diese Einstellungen werden verworfen, braucht ihr nur das Expo-Profil laden, dann läuft er wieder auf 6000 CL30. Die RGB-Beleuchtung wie immer könnt ihr dann einstellen. Ja, ist in Ordnung. Und der kostet 115,80 € bei Mindfactory. Die SSD ist eine Seagate FireCuda 530 2 TB. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7300 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von 6900 MB/s mit TLC-Speicher von Micron. Ja, auch okay. 2 TB, gut, könnt ihr ja selber dann entscheiden, ob ihr mehr braucht, aber bei dem Preispunkt ist es irgendwo noch okay. Die ist halt auch sauschnell, braucht man als Gamer eigentlich nicht, aber bei dem Preispunkt wiederum denkt man sich, jupp, wandert rein, alles super. Und die kostet auch stolze 131,79 € bei csvdirekt.de. Die Wasserkühlung ist eine BeQuiet Pilup 2FX 360mm. Ist, wie der Name schon sagt, eine 360er Wasserkühlung. Mit 3 Jahren Garantie finde ich ein bisschen wenig, aber wir sind eh nicht so der Fan von der Silent oder Pure Loop, aber ist in Ordnung. Sie hält den Prozessor kühl. Der 7800X3D braucht auch, weiß Gott, keine Wasserkühlung. Wenn ihr aber so viel Geld auf den Tisch legt, dann wollt ihr halt auch was fürs Auge und das habt ihr hiermit. Hier haben wir auch die RGB-Beleuchtung auf den Lüftern und auch auf dem Pumpenkopf. Ja, passt, ist in Ordnung. Und die kostet 114,90 € bei 0%shop.de, bei Mindfactory, ComputerUniverse.net oder Notebooks Billiger oder Cyberport. Sucht es euch aus. Überall das gleiche. Das Netzteil ist ein BeQuiet PurePower 12M 750 Watt. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, 80 plus Gold zertifiziert und ist vollmodular und hat halt den ATX 3.1 Standard. Das bedeutet, für die Grafikkarte der neue Stecker ist schon mit dabei. Da braucht er nicht mit dem Adapter arbeiten. Das einzige Manko, was ich hier sehe, sind nicht die 750 Watt. Das reicht tatsächlich für diesen PC auch. Da müsst ihr hinterher ein bisschen gucken wegen Upgrade von der Grafikkarte, ob das dann noch reicht. Aber für den PC reicht's halt. Die 750 Watt Variante allerdings hat Spulenfiepen. Haben wir ganz, ganz oft auf dem Discord gehört, dass die Variante betroffen ist. Die 850er nicht mehr, aber die 750er, deswegen, das ist immer, ist das Teil jetzt betroffen oder nicht? Ich würde es halt nicht so rein konfigurieren, wenn ich weiß, in der Vergangenheit gab es Probleme. Ist wie bei den MSI Wasserkühlungen. Ich wollte es nur erwähnt haben, technisch gesehen einwandfrei. Und das kostet 105,96 € bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein BeQuiet Shadowbase 800 FX. Ihr seht jetzt schon, dieser PC besteht viel aus Asus und BeQuiet Komponenten. Was die sich dabei gedacht haben, weiß ich nicht, ob da irgendwelche Werbemittel laufen oder so. Ist mir auch völlig Latte, es geht ja um das Angebot für euch. Das Gehäuse hier ist sehr, sehr geil. Das hat 340er Lüfter in der Front und einen hinten mit RGB-Beleuchtung. Es hat eine Mesh-Front, es ist riesig, es ist stabil, es sieht gut aus, finde ich. Müsst ihr selber wissen, ich finde es super. Ich habe es auch mal live gesehen, ist qualitativ sehr, sehr stark. BeQuiet macht sowieso gute Gehäuse, müssen optisch nicht immer gefallen, aber qualitativ sind die schon ganz nice. Und das ist auch sehr beliebt bei uns in der Community. Kann ich überhaupt nicht meckern, passt. Ihr habt ja auch die Wasserkühlung dann von BeQuiet da drin, dann passt das auch optisch, weil das die gleichen Lüfter sind, halt als 120er und nicht als 140er, sonst wäre es ja eine 420er Wasserkühlung. Ist schon gut. Und ich meine, ihr habt das Originalbild ja auch gesehen gerade eben. Da waren ja keine Fake-Komponenten drin. So sieht das Ding dann aus, wenn es zu euch nach Hause kommt. Und das Case kostet 174,68 € bei Snowguard. Und das hat es auch irgendwie schon immer gekostet. Das wird auch nicht billiger. Ich meine, guckt euch mal diese Preisverlauflinie an. Die dödelt immer so in dem Bereich rum. Manchmal hast du ein Sonderangebot dabei. Ja, dann kriegst du es mal für 155 oder was, aber das ist sehr, sehr preisstabil, das Teil. Dazu bekommen wir auch noch Windows 11 Home. Ich gehe jetzt davon aus, dass es aktiviert ist. Da steht jetzt nichts von der Aktivierung, aber Krotus zum Beispiel ist auch so ziemlich der Einzige, der hinschreibt, ja, Windows aber ohne Aktivierung. Ich kann es euch nicht genau sagen, aber es sind 35 € und bei so einem Preispunkt brauche ich nicht rausrechnen. Also so auf Verdacht, das ist dann irgendwo okay. Kostet 36 €, aktuelles Betriebssystem, passt. Ach ja, und das wie immer bei IT Hardpulse. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 2130,96 €. Und das Teil kostet 2599 € runtergesetzt. Von 2799 €. Und dann steht noch ganz stolz dabei, spare 200 €. Ja, oder lass dich um 200 € weniger, ja nicht abzocken, aber ein bisschen betüdeln. Das sind einfach 470 € Aufpreis gegenüber Selbstbau. Und ich habe ja eben schon gesagt, es gibt Alternativen. Also konfigurationstechnisch brauche ich nicht meckern. Passt. Kann man so machen. Wasserkühlung wäre jetzt für mich so ein Thema, aber müsst ihr selber wissen.
rein von der ganzen Optikgeschichte und von den technischen Daten, yo, aber nicht für das Geld. Ich gehe da jetzt nicht tiefer drauf ein. Ich zeige euch jetzt vier Stück. Einmal Hardware Deals 1500 Edition. Der gleiche Prozessor, die gleiche Grafikkarte, 32 GB RAM, 2 TB SSD. Das Board ist natürlich nicht so toll. Das Gehäuse ist jetzt auch nicht High-End-Quality-Gedöns oder was. Aber da kostet der Spaß 1649 Euro. Jetzt haben wir hier bei Krotus folgenden, den Gaming 9AN, 2455 Euro. Jetzt sagt ihr, hä, was soll das denn? Das ist immer noch günstiger als der von Alternate. Und bei dem haben wir den gleichen Prozessor, aber eine 4080 Super. Also nochmal ein paar Stufen höher. Ich sag nichts mehr zu den Stufen. Ihr habt mich letztes Mal so aus dem Konzept gebracht mit dem Netzteil, was ich da gesagt habe wegen dem Dark Power. Ja, ihr habt recht, ich weiß. Ich lasse die Stufen jetzt sein. Sie ist stärker. So. Die beim letzten Video die Kommentare geschrieben haben, die wissen ja dann auch, wer gemeint ist. Nein, aber ihr bekommt hier auch 32 GB 6000er, auch ein ROG Strix B650E. Das ist natürlich nicht so toll wie das andere, aber ihr spart dadurch Unmengen Geld und habt nicht sonderlich viel mehr Leistung. Auch hier ist eine 2 TB SSD, eine Arctic 360, die wesentlich besser ist als die jetzt von BeQuiet, allein schon durch den dickeren Radiator. Ihr habt hier ein Netzteil mit 100 Watt mehr und solche Geschichten. Dann haben wir hier noch einen von Systemtreff. Die habe ich eben alle auf die Schnelle ausgebuddelt. Es kann jetzt sein, dass vielleicht der ein oder andere zu teuer ist oder gut ist, wie auch immer. Nur es ist alles günstiger als Alternate. Der hier, der hat auch einen 7800X3D, eine 240er Wasserkühlung, das Gaming Plus Board ist auch okay. 6000er CL30 RAM, 32 GB, 4070 Super. Kostet 1769. Und dann haben wir hier noch MyPC für 1739,99. Auch eine 4070 Super, 7800X3D, ein Luftkühler, auch 32 GB, 6000 MTS mit CL30. Ihr wisst, wo ich drauf hinaus möchte. Diese 2599 Euro finde ich persönlich einfach nicht gerechtfertigt gegenüber 2130 Euro Geizhalsliste. Es ist wirklich schön konfiguriert, aber man muss trotzdem nicht zu viel bezahlen. Ich verlinke euch alle PCs und auch die dazugehörige Geizhalsliste und FPS-Tests und so weiter in der Videobeschreibung, wer sich da noch informieren möchte, ob ich auch keinen Scheiß geredet habe, wie zum Beispiel mit den Abstufungen vom Netzteil. Ey, macht mich fertig. Aber ihr habt das Endergebnis gesehen. Und lasst mir eure Meinung gerne mal in den Kommentaren da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.